herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Der Sebastian aus dem SS-Forum hat nun seinen Swip Buddy Mod, also Regi-Chassis mit Brücke und also sogenannte Brückenschubser. Für die Leute, die auf sowas Bock haben, hat er es geupdatet für die Version 1.41 und das will ich euch heute mal präsentieren. Gibt es aktuell für zwei LKW-Marken und das möchte ich heute zeigen, nämlich einmal, passt mal auf, ich zeige es euch mal ganz geschwind einmal, wo ist es denn? Der MP4 Actros, seht ihr da? Da ist er, flipp, so sieht er aus. Und dann habt ihr hier, wenn ihr da draufklickt, habt ihr dann hier eure Brücke. Ja. Müsst ihr dann schauen, welche ihr wollt, mit passenden Skins dazu. Denn beim Trailer sind auch Skins dabei, die zeige ich euch dann im Nachgang, beziehungsweise gleich danach. Ne? Also hier die ganzen, guck mal hier, Herpes, alles mit dabei, alles was man so braucht an Skins, alles da, ne? Alles da. Hier kann man auch natürlich seinen eigenen Skin draufhauen, wenn man das möchte, wenn man es kann. Und. Das gibt es als Big Space oder als Stream Space. Hier auch mit dem passenden Spoiler dazu. Das sieht man aber auch, glaube ich, hier oben nochmal. Nee, hier nicht. Nee. Das ist einfach hier so, wie es ist. Ne? Sieht aber gut aus, oder? Kann man lassen, oder? Toll. Reflektoren gibt es hier auch in Orange und Weiß. Das ist mal so am Rande zu erwähnen. Und hinten hat man dann erstmal nichts mehr. Das ist jetzt erstmal der Actros. Ich werde mich aber heute für den MAN entscheiden, weil Actros habe ich schon oft genug gefahren, fahre ich auch im Multiplayer. Und dann kann man auch mal den MAN nutzen. Jetzt passt mal auf. Das ist jetzt der Euro 6. Das ist also für den Euro 6, nicht für den Euro 5, sondern nur für den Euro 6. Und dann habt ihr hier den 6x2, da ist er. Und auch hier wieder die passende Brücke mit diversen Skins. Also sind im Prinzip die gleichen, wie ihr gerade schon gesehen habt. Die sind hier praktisch mit dabei. Und ihr könnt zum Beispiel irgendwelche nehmen, die man halt so kennt. Namhafte Firmen sind hier mit dabei. Ich mache jetzt hier mal einfach den MAN Weiß. Und den gibt es dann als XLX oder in der XXL-Variante. Ihr könnt also hier raussuchen. Und Spoiler habt ihr hier auch noch mit dabei. In dem Fall jetzt nur die hier. Logisch, ne? Auch bei den anderen LKWs das gleiche. Wenn ihr jetzt hier die XL nimmt, dann habt ihr hier... Mal schauen, wie da ist er versteckt. Da. Sieht dann so aus, ne? Also das funktioniert hier alles reibungslos und sieht auch dann dementsprechend ganz geschmeidig aus. Ja, genau, das mal so zu dem. Und auch hier wieder die Reflexionsstreifen sind hier aber unten dran beim MAN, nicht so wie beim Actros, sondern sind halt hier dran, ne? Auch hier lackiert und Kunststoff, das haben wir vorher sonst nicht, ne? Sieht das hier, das passt. Und hier gibt es dann auch noch Reflexionsstreifen in dem Sinn, den haben wir beim Actros auch nicht, sondern nur beim MAN. Ist jetzt aber nicht schlimm. Sieht alles soweit ganz schick aus und glaube ich soweit ganz gut aus. Also mir gefällt es, ich bin absoluter Brückenschubser-Fan und daher coole Geschichte. Kommen wir nun zum Trailer, da ist er auch schon, der Boxcarrier Drehschemel. Da ist er. Also wie funktioniert das genau? Also ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ne? Also ihr braucht natürlich, müsst euch raussuchen, was braucht ihr hier genau. Was habe ich jetzt überhaupt drauf genommen? Ich habe genommen, okay, alles klar. Dann brauche ich den hier. Den Drybox mit diesem Griffel. Und dann habt ihr natürlich zwei Achsen, klar, ne? Drehschimmel. Und dann habt ihr praktisch hier ganz normal entweder das ist für Chassis. So. Oder ja. Den Skin auf der Box ändert ihr dann hier ab. Ne? Das sind die gleichen Skins wie beim LKW vorher, habt ihr ja gesehen. Dann nehme ich jetzt die hier, weil ich die hier vorher auch im Laster drauf habe. Man kann natürlich auch eine andere nehmen, eine weiße. Ihr könnt auch selber skinnen. Habt ihr alle schon gesehen, das ist hier möglich. Dann hier die Seitenverkleidung gibt es natürlich auch in schwarz, auch so oder so. Mit so einer Box dahinter noch. Das bleibt, das wäre lackiert oder so. Und dann hier noch den Schmutzfänger, wenn man das noch möchte. Mehr kann man hier nicht machen im Prinzip. Aber das macht nichts, das reicht auch schon aus. Und dann könnt ihr praktisch den Trailer nehmen und kaufen und in eure Garage schieben. Und das zeige ich euch jetzt mal. Warum zeige ich euch das? Weil ich euch natürlich den Frachtmarkt zeigen möchte. So, jetzt gehe ich hier mal hin. Jetzt nutzen. Und dann schauen wir uns dann hier gleich mal den Frachtmarkt an. Da ist er. Und dann seht ihr, ich könnte hier sämtliches Geschmodder fahren. Alles, was man so mit so einer Box fahren kann. Ne? Also, definitionstechnisch passt das auch. Was aber noch dazu erwähnen ist, im SCS-Forum, und ich habe den Mod auch vor kurzem mal vorgestellt, das Rigid-Add-on für alle SCS-LKWs in der Version 4.0, hatte ich vor kurzem mal vorgestellt, wenn ihr den Mod nutzt, könnt ihr auch nur allein mit der Zugmaschine solche Frachten fahren, ne? Also dann braucht ihr nicht den Hänger nehmen. Also ihr könnt wirklich nur mit der Zugmaschine, so wie er ist, ohne Hänger auch Frachten fahren, dann müsst ihr aber euch einfach nur den Mod runterladen, ne?
das würde funktionieren. Um es am Rande zu erwähnen. Also ich habe mich für den MAN entschieden. Was jetzt hier noch nicht unerheblich ist, was ich ganz vergessen habe, war hier dieser Reflexionsstreifen, der hier am Führerhaus dran ist. Der ist auch noch mit dabei. Den hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, dass der mit am Start ist. Ne? Den habt ihr nämlich beim Actros, glaube ich, nicht dabei. So wie ich mich daran erinnern kann. Ne? Aber ansonsten sehr schöne Kombo und wie schon gesagt, mit den ganzen Skins, die da mit dabei sind, macht es natürlich auch eine Menge Spaß, damit zu fahren. Und ihr wisst ja, ich habe es ja x-mal schon probiert, mit so einem Hängerzug hier an die Rampe zu fahren, rückwärts. Das ist nicht ganz ohne, das muss man können. Der andere lacht jetzt wahrscheinlich, ich kann es immer noch nicht richtig. Tja, so sieht es halt aus. Ne? Dafür bin ich ein bisschen besser im Hänger zu fahren. Im ganz normalen Auflieger. Aber so ansonsten ist das wirklich eine geile Geschichte hier mit diesem Krone-Aufbau-Zeug hier. Ist es schon richtig, richtig geil. Ne? Es sind übrigens 3 Dateien, die ihr braucht. Kann ich euch gerne gleich nochmal zeigen im Nachgang nach dem Lichttest. So, klar, Lichttest ist jetzt erstmal klar. Das ist jetzt erstmal der MAN, aber der ist jetzt erstmal unrelevant. Denn hier habt ihr an der Seite diese Positionsleuchten beim MAN. Die sind klar, wie Kloßbrühe, ne? Lampen sind auch klar und hier habt ihr an der Seite beim Krone-Trailer da dann auch hier nochmal die Lampen, na, Positionsleuchten, die sind dann hier am Krone-Trailer dran. Ne? Hinten Krone, Rückleuchten, aber das ist glaube ich auch klar wie Kloßbrühe. Ich glaube, das muss man hier nicht Bremse, Blinker, alles dran, nicht durchkauen. Das kennen wir ja vom Krone, vom Auf- und den Aufliegern. Daher ist es ja, was Licht betrifft, passt. Jetzt zeige ich euch das nochmal, was ihr genau runterladen müsst. Das sind im Prinzip 3 verschiedene Sachen, die ihr dort benötigt. Das ist einmal ganz klar, ich habe ja auch die Anordnung, ist unten erstmal der Auflieger an sich, ne? Also der Krone Box Carrier. Ganz wichtig, ihr braucht das Krone DLC dazu. Wichtig, sonst geht's nicht. Das braucht ihr, also das ist das Erste. Dann habe ich hier genommen den Krone Swap Body Pack. Da schätze ich mal, werden da die ganzen Skins mit dabei sein und an sich halt einfach der Mund, ne? Mit den ganzen Skins und alles, was man dazu braucht. Ne? Also coole Sache. Und dann im Prinzip das Swap Body Carrier Chassis Paket, wo ihr dann praktisch, hier steht hier nochmal, für den Actros 2014 und den Euro 6 nutzen könnt. Ne? Also da steht es hier nochmal. Ne? Vielleicht wird es dann irgendwann nochmal erweitert, das werden wir dann sehen. Aber das ist ja schon mal gut, dass wir hier das haben. Und das sind die 3 Mods, die ihr dann hier auf alle Fälle nutzen müsst. Wie schon gesagt, erst den Trailer, dann habe ich das Webbody-Paket und dann am Schluss das Chassis-Paket. So, wir kommen jetzt gleich nochmal zum Fazit hier zum Webbody-Add-on von Sebastian aus dem SS-Forum. Da schon mal vielen Dank für deine Mühen und für deine Arbeit. Denn das ist schon was richtig Geiles hier. Ne? Das muss man auch schon so sagen. Hier für den Actros und für den MAN Euro 6. Das ist toll. Ich hoffe, da folgen noch ein paar mehr. Aber das, was ich hier schon sehe, ist schon mal richtig, richtig klasse. Und wer Sascha vernünftig kennt aus YouTube, der kann das jetzt hier richtig schön nachspielen, nachfahren und alles, was dazu gehört. Ne? Wer nicht kennt, einfach mal bei YouTube eingeben. Ne? Alter, Hermes, Schubsenbrücker, legendärer. Egal wie Fahrer. Ne? So, ansonsten habt ihr, glaube ich, soweit alles gesehen, was man alles machen kann. Ich finde es einfach nur mega, mega, mega und es macht, wie gesagt, eine Menge Spaß, damit einfach ein bisschen durch die Prärie zu heizen, seine Aufträge zu fahren. Ich habe es schon erwähnt, wenn ihr jetzt Aufträge annimmt, ist es natürlich nur für den Trailer, nicht für die Zugmaschine. Aber ich habe auch wie im Video auch erwähnt, wenn ihr sagt, ihr wollt nur mit der Zugmaschine Fracht fahren, dann ladet euch das Rigid Add-on für alle SCS-LKWs runter aus dem SCS-Forum von Icon RJ, hatte ich vor ein paar Tagen mal vorgestellt. Dann könnt ihr mit dem Mod auch Fracht fahren, aber nur mit der Zugmaschine dann. Ne? Trailer kann man dann nicht mehr nutzen. Aber nur das so zur Info, damit ihr das wisst, dass das auch möglich ist. Dass ihr sagt, okay, ich will Brücke fahren, aber nur Zugmaschine und ohne Hänger. Das geht also auch. Habt ihr noch Fragen zu dem Mod, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder im SCS-Forum. Läuft auch über den Steam Workshop. Link dazu alles in der Beschreibung. Und falls Fragen sind, einfach kommentieren. Ansonsten immer Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem richtig coolen Swap Body Mod vom Sebastian aus dem SS-Forum. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.